Herzlich willkommen zur 14. Episode von One Piece Unlimited Goose 1 für die Wii U. Beziehungsweise für die Wii, spielt auf der Wii U. Ja, wir machen natürlich da weiter, wo wir aufgehört haben. Spiel starten. Gucken wir mal, was wir jetzt alles machen können. Ich glaube, wir hatten in der letzten Episode einiges gecraftet und auch ein bisschen was geangelt. Jetzt werden wir mal sehen, was uns auf der Insel noch weiter erwartet. Da sind wir Sanji. Gucken wir nochmal auf unser Inventar. Haben wir, glaube ich, schwer gemacht. Das hilft uns nicht. Mal wieder hier zurechtfinden gerade. Erstmal aussehen. Ich glaube, unser Inventar war leer. So. Die Schluchteninsel. Items. Ja, es war relativ leer, aber ich glaube, wir hatten auch gar keine andere Möglichkeit. Da unsere Bank auch voll ist. Mission. Achso, wir waren ja das letzte Mal dann ein Stückchen weitergekommen, uns wir dann nicht getraut gehabt, den Boss zu töten. Beziehungsweise anzugehen, weil wir doch schon recht angeschlagen waren. Deswegen werden wir uns jetzt wieder ein bisschen nach vorne kämpfen müssen. Ich mag ja diesen Wirbelkick von dem Sunny, der ist echt gut. Unsere Attacke in Level Up gehabt. Also wirklich EP oder so kriegen wir dafür aber auch nicht. Muss man wissen, was der Gegner da hat. Kampfrausch. Das so an, oder? Muss ich schon mal wieder benutzen? Beziehungsweise die Hacke. Ja, die Frage ist, wo geht's denn jetzt hier rum? Ich glaube, hier geht's rum. Müssen wir den Raum hier aufsuchen, oder? So.
Achso, das war hier dieser Rauchgang. Da mussten wir auf der anderen Seite rumkommen. Und wir müssen hier den Sprint kicken, dann kriegen wir uns auch Bonuskraft bekommen. Jetzt treffen wir die noch wieder. Sehr gut. Ein Kartenfragment immer bekommen. Jetzt sind wir schon runtergekommen, geil. Du Arsch. Muss ich aufpassen, weil diese Knochendinger sich zusammenziehen und Schaden machen, wenn sie nahe kommen und rüberlaufen. Hier haben wir den ersten Boss besiegt. Na, hier bei den Marinesoldaten werden definitiv auch wieder ein bisschen stärker. Das weiß ich schon. Und wir sind hinter dem Rauch. Wir sind doch genau auf dem richtigen Weg, das läuft doch ganz gut. Ich glaube, da konnte man nicht drüber hüpfen. So, schöne Erinnerung. Okay, ist unser Sandy ja fast tot. Na, mal gucken, wie wir jetzt Heilzeug dabei haben. Aber nicht, wir wechseln einfach mal auf Ruffy. Oder hätte ich dann nicht springen brauchen? Alles klar. Voran.
Eben so easy hochgesprungen eigentlich. Und jetzt noch ein Rumlum oder was? Was ist so? Hier geht es aber glaube ich ein bisschen weiter noch. Gucken wir uns doch hier direkt erstmal um, wenn wir schon hier oben sind. Hier waren wir definitiv noch weg. So viel Heilzeug, das ist ein bisschen scheiße. Das ist aber auch so richtig, wo ich die herbekommen soll. Dieser Hund, ey. Ich will nicht schon den anderen hier hinten angesiedelt haben. Ja, irgendwann eigentlich schon mal wieder ein Boss kommen. Wenn hier rum durch dieses Wüstenraum kommen wir nirgendwo wirklich an. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ist das die andere Seite? Schon bald wieder mit Zorro weitermachen, wenn das so weitergeht. Da haben wir auf jeden Fall wieder so einen schwarzen Schein. Und die sind wieder da. Und dann habe ich nichts zu tun. Gucken wir doch mal, was das mit dem schwarzen Stein auf sich hat. Was ich brauche, 30 Schießpulver und 3 Leben. Ich brauche von diesem roten noch Zeug. Okay. Das ist ganz schön viel. Was haben wir denn hier? Oh, eine Truhe. Sieht irgendwie auch aus, als ob man das hier. Müssen wir das kaputt machen? Müssen wir das vielleicht sogar. Ah.
Wir haben auf jeden Fall vorher noch nicht gehabt, deswegen nehmen wir alle mit. Würde ich sagen. Und das da vorne. Ich bin nicht gar nicht hin. Oh Mann. Ein bisschen Problem mit der Kraft, ja, schon, ne? Und dann mit dem Laufen auch noch. Ist okay, dass man hier da so krass runterrutscht. Kommst du hoch, bitte? Ja. So, hier kommen wir jetzt nicht wirklich weiter, wie es aussieht. Jetzt sehen wir noch ein bisschen um. Das war gut. So, jetzt sind wir hier mit diesen schwarzen Dingern, was immer das ist. Dann müssen wir hier. Okay, war das hier? Brown ist ein Uhr. Schießpunkt, okay. Wir nehmen mal Lust auf. Schießen wir gleich auf. Zu dem wir den Schritt. Genau wie erwartet. So, dann machen wir hier gleich auch noch. Ich steck das Ding ein bisschen auch, ne? So ein bisschen auf Beinen, damit die Dinger ja gar nicht mal verschwinden. Oh, da kommt das doch bei uns noch nicht so viel. Geht jetzt nicht mehr, alles klar. Dann haben wir nämlich auch, oder drüben ist eine Kiste. Das war nicht so gut. Wo ist der Hund, ey? Ja. Das war über die Kiste. Oh, neue Attacke bekommen. Okay, das war auch schon ein bisschen besser mit dem hier. So. Ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle diese Episode. Wir machen natürlich dann direkt an dieser Stelle weiter in der nächsten Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen.
und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.